Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blasphemous für die Switch. Wir machen direkt weiter, da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar können wir auf das Dings hier gehen, auf die Karte. Wenn Sie den ganzen Weg sind, sind wir hier längs gelaufen und hier sind wir gerade drinnen, in diesem hellblauen. Kann man kurz hier die Legende einblenden. Also das ist der Büßer. Hier ist ein Bekenner, da kann man seine Schuld wieder rausbekommen. Und ja, jetzt gibt es für uns nur zwei Wege. Entweder gehen wir jetzt hier weiter, weil hier geht's noch irgendwie weiter. Oder hier zurück. Das machen wir jetzt mal. Gucken wir mal rein. So, erstmal so weiter runter. Den ganzen Weg haben wir uns ja frei gehauen, indem wir diese Steindinger da kaputt gemacht haben. Dadurch wurden dann unsere Wege sozusagen frei, was natürlich sehr cool ist. Und wir auch weiterkommen. So, ich habe ein bisschen Frosch im Hals. Tut mir leid, wenn ich ab und zu mich räusper. Nicht böse gemeint. So, ach so, ich muss euch kurz was zeigen. Und zwar habe ich hier drin... Hier ist ein Geheimweg. Den hat man normalerweise. Hier drin habe ich eine rote Wachskugel gefunden. Und diese Wachskugel verhilft mich, kann ich euch kurz zeigen. Diese Wachskugel hilft mir halt, diese kleine Perle aus rotem Wachs, kann mir halt helfen, um ein bisschen mehr Leben zu bekommen. Oben mein Lebensbalken ist so um Zentimeter länger geworden. Halben Zentimeter. Was natürlich sehr cool ist, ich habe diesen Weg gefunden, indem ich diese Kerzen hier, die ich jetzt gerade kaputt gemacht habe. Und ja, das war's. So, genau. Warum ich euch das nicht zeigen konnte im Video, liegt einfach daran, ich habe vergessen, den Play-Button, hier über den Aufnahme-Button zu drücken und dann hatte ich das schon gemacht und deswegen konnte ich mir speichern. Aber wie gesagt, ihr habt nichts verpasst, nur diese eine Kugel, mehr nicht. Genau. So, hier links ist ja dieser Gegner drin, den ich mir schon mal angeguckt habe. Der, glaube ich, so ein bisschen schwieriger sein kann. Wir können auch mal reingehen. Nö. Ich dachte, wo war denn der Gegner denn? Ich bin ganz woanders hier. Was ist das denn? Aha. Okay, das wusste ich nicht. Gehen wir nochmal rein. Ein Schlüssel. Reden wir mal mit ihr. Okay. Okay. Und sag mal, was er hat hier. Was ist das denn? In einem Glas konserviertes Moos. Mit Moos gefülltes Vorratsglas. Die winzigen weißen Blumen im Inneren gewähren einen gewissen Schutz gegen Gifte. Dann kaufen wir noch nicht. Erstmal weiter gucken, was es noch gibt, ne? So, okay. Leere, mattglänzende Kugel. Keine Spur von Perlmutt blieb erhalten. Nur ein schwacher blauer Schimmer. Erzeugt Inbrunst, wenn Objekte in der Umgebung zerstört werden. Okay. Der Schlüssel. Okay. Ein verbotener Schlüssel, der von Ältesten der Bruderschaft bewacht wurde. Irgendwann ging er verloren und die Kammer, für die er bestimmt war, blieb für immer verschlossen. Komm, den nehmen wir mit, weil ich habe irgendwo mich nochmal das Ding gefunden, wo wir rein konnten. Da konnten wir aber den Schlüssel nicht benutzen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Dann müssen wir nochmal auskundschaften. Hier. Ne, kaufen wir mal nicht. Weiß nicht, ob wir die gebrauchen können oder nicht. Gehen wir raus. Aber dieser Schlüssel, den weiß ich auf jeden Fall. Irgendwo war da so eine Tür für. Da sind wir dran vorbeigelaufen. Hier geht es auf jeden Fall nicht längs. So, passt mal auf. Wir gucken mal ganz kurz. Ich weiß nicht genau, wo das war. Aber gehen wir mal kurz auf die Karte. Also irgendwo hier hinten war das. Gucken wir mal, ob wir da nochmal andere Wege finden. Das machen wir nochmal kurz. Bevor wir unten weitergehen. Aber wo war denn der Gegner? Welcher Raum war das denn?
Tatsächlich nicht mehr. Irgendwo war da so ein etwas stärkerer Gegner. Den finden wir bestimmt gleich wieder. Ups. So, hoch da. Ups. Sehr gut. Hier brauchen wir nicht rein. Obwohl, dann können wir kurz speichern, ne? Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gegner sind ja so oder so wieder da. Also von daher, weil wir oben ja noch nicht waren, ist es eigentlich egal. Aber dann brauchen wir nicht nochmal. So. Gehen wir nochmal hier durch. Irgendwo habe ich diese Tür gesehen, eine Tür gesehen, die man aufmachen konnte, die wir nicht aufgemacht haben. Suchen wir jetzt mal. Okay, das wird nicht einfach sein. Da fallen wir wahrscheinlich runter, wenn wir darüber springen. Oh, nein! Oh nein, warte. Schnell. Zack. So, die killen wir jetzt einfach mal nicht, die Gegner, denn wir wollen ja zu diesem anderen Bereich hin. Nein, das war hier irgendwo. Oh, da können wir auch nochmal reingehen. Da waren wir auch noch nicht drin, ne? Können wir mal reingucken? Testen wir mal. Hä? So. Da unten ist dieser riesen Koloss-Typ. So. Oh! Okay. Warte mal. Fehlt so ein bisschen das Timing ab und zu, das merke ich selber. Das ist auch nicht der Weg zu der Bruderschaftstür da, wollte ich gerade sagen. Müssen wir mal gucken, ob wir den nochmal finden. Wir gehen gleich nochmal zurück, aber ich wollte einmal. Ach, guck mal hier, Brücke der drei. Noch nicht schlecht, haben wir schon mal das gefunden. Naja, es geht wahrscheinlich in die andere Richtung. Da sollten wir eigentlich nicht hin. Ah, ich würde fast sagen, bevor wir jetzt hier weiterlaufen. Obwohl, muss man mit ihm reden hier. Okay, also wir kommen jetzt nicht so rein. Wir brauchen wahrscheinlich irgendwas, um da reinzukommen. Und daraus würde ich resultieren, irgendwas, was wir bei uns tragen müssen, damit die das erkennen. Gut, finden wir bestimmt noch. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück und versuchen, die Tür zu diesem Schlüssel zu finden. Sollte eigentlich auch möglich sein. Soweit kann das ja nicht weg sein. So, gucken wir doch mal. Achso, speichern wir nochmal kurz. Und gehen hier längs. Wir können natürlich auch mal nach unten gehen. Oh, es klappte sogar. Lass uns erstmal den Typen da oben entledigen. So. So, jetzt kann man bestimmt den Baum umhauen hier. Hab ich noch fast gedacht. Jetzt ist er ein Riesentyp. Oh, fuck. Kann er da runterkommen? Er
Der kann auch in die Stacheln fallen vielleicht. Ach so, da schießt immer so ein Ding raus, okay. Mist, der trifft aber trotzdem. Also muss man mal überlegen, wie man den nochmal killen kann. So, ich muss mal ganz kurz nochmal hier mein Leben aufrüsten. Dann gehen wir nochmal zurück. Aber ich will jetzt gar nicht die Gegner killen. Ich will jetzt irgendwie eigentlich nur diesen blöden Schlüssel ausprobieren. Machen wir jetzt mal. Jetzt sind natürlich ein paar Gegner wieder da. Aber nicht schlimm. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Oh. Kann ich gegen alle kämpfen hier. So, ich werde jetzt den Schlüssel, das Tor finden, womit wir diesen Schlüssel benutzen können. Weiß aber nicht mehr, wo das war. Da oben geht es auch noch höher, ne? Haben wir auch noch nicht, oder? Hier oben treffen? Ja. Immer. So geht's auch. Okay. Dann killen wir die von hier unten mal kurz. Guck mal hier rüber, du Spast. Oh. Oh. Okay, es ist wieder nicht der Weg, den ich gehen wollte, um diesen Schlüsseldings zu finden, aber wir probieren es trotzdem mal. Kann ich einfach hier runterhüpfen? Ne, das kann ich nicht, okay. Wir gehen mal kurz hier raus und dann gehen wir da unten nochmal raus, da wo der schwierigere Weg war. Aber einmal schauen. Oh, hier ist es. Okay, drückt Y, wenn ihr in bestimmten Oberflächen springt, um euer Schwert in die Mauer zu rammen. Drückt im Hängen B, um nach oben zu springen. Oder ZR, um herunterzuspringen. Okay. Ach, guck mal hier. Ja, hier geht es wahrscheinlich zu der Kälte hin. Der andere Weg zu dieser Kälte da. Warte, was ist das denn? Speichel vom Hetzer, den Dichter. Ob Hinrichtung oder Auspeitschung, Barock war stets zur Stelle, um das Ereignis anzukündigen. Ja, ist der Verkehrte. Schon da. Das Werk des Dichters John Clark Helzer erlangte posthum traurige Berühmtheit. Vor allem sein Poem an das rote Laub. Man fand den Text neben seinem leblosen, von einem umgestürzten Baum zerschmetterten Körper. Okay. Okay. Oh, wir kriegen was. Leerer goldener Fingerhut. Ah, da sollen wir wahrscheinlich das Öl da rein tun. Also, wir haben da goldgeschmückter Fingerhut mit einer Inschrift, die lautet: Nur kaltes Gold kann das Öl der Erlösung bergen. Okay. So, wir gehen mal kurz weiter.
Da oben sind wir Steinschmeißer da. Ah, Spastis. Okay. Da reingehen. Oh, sieht in der Falle aus, ne? Aber Weihrauch, Knoblauch. Also äußerst seltene knochenweiße Knolle. Der intense Duft, der an Sandelholz erinnert, ist nur an regnerischen Tagen wahrnehmbar und verrät so das Versteck der Pflanze. Wegen ihrer wunderbaren Eigenschaft war sie bei Kräuterkundigen mit feiner Nase äußerst beliebt. Okay. Objekte, okay. Gucken wir, was wir die gebrauchen können. Oh nein. Was ist dies? Okay, das ist schon. Oh nein. Löse dich mal da. Okay. Da drüben noch irgendwas? Weil nicht, ne? Gut, gehen wir hier links. Mein Gott, jetzt renne ich hier wieder irgendwelchen Weg längs, die ich gar nicht längs rennen wollte. Oh. Okay. Ah, ich habe auch fast gar kein Leben mehr. Heilige Scheiße. War da ganz voll hier. Oh Mist. Oh Scheiße. Weißt ihr was? Wir können natürlich den ganzen Weg jetzt hier längs gehen. Aber im Endeffekt wollten wir das nicht. Wir wollen doch jetzt endlich mal dieses Schlüsselding finden. Das machen wir jetzt noch schnell in dieser Folge. Komm. Gehen wir zurück. Mal da. Aber das da sieht nach aus, ob man irgendwas für benutzen kann. Aber für was? Die Frage. Da kommen wir nicht rüber, aber das sieht so aus, ob da irgendwie so ein Baum oder irgendwas gepflanzt werden kann. Okay. Wir gehen jetzt mal raus. Da sind wir raus. So, kurz speichern. Okay, hier geht's weiter. Ja, was man so alles entdeckt, ne? Man geht nur irgendwie ein, zwei Wege und dann hat man schon wieder was Neues entdeckt. Und man geht noch ein, zwei Wege und dann wieder was Neues entdeckt. Ein bisschen nervig vielleicht, aber irgendwie auch cool. Huch. Wir versuchen mal darüber zu kommen, ohne die Stacheln zu geraten. Und noch rein da. Guck, wo es da hingeht. Ach, guck mal hier. Erlangt Herz des tugendsamen Schmerzes. Rüste dein Schwertherz für mehr Kulpa aus, um seine Eigenschaften anzupassen. Schwertherzen gewähren prachtvolle Verbesserungen, haben aber ihren Preis. Herz, Schwertkern, gesegnet durch Schutzgebete, kann in mea culpa eingefügt werden. Verstärkt die Blockade und erhöht ihre Dauer. Ja, wir haben noch keinen geweihten Boden hier, da müssen wir erst hin. Da fliegt das Ding, das ist doch da, wo ich. Komm hier gar nicht hin, so weit, oder? Ne, ich glaube nicht. Gut. Das hier meine ich zwischendurch. Seht ihr das, dieses Ruckeln hier? Ich weiß nicht, woher das kommt. Oh. Nein, ich bin sofort tot? Scheiße. Oh Mist, ich dachte, ich wäre. Ich dachte, ich verliere noch ein bisschen Leben, aber bin dann gleich komplett tot. Warum das dieses Gewackel ist hier, das weiß ich nicht, was es ist. Also ab und zu hat er das. Ich weiß nicht warum. Das hier, das nervt doch total. Wie soll ich denn da also ordentlich hinspringen können?
Oder? Warum macht er das? Ich sehe das nicht. Achso, die Kugel habe ich trotzdem behalten. Okay, pass mal auf, wir machen mal so. Okay, geht auch nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht unten irgendein Boden. Geht auch nicht, geht auch nicht, geht auch nicht. So ist das. Na gut, holen wir uns mal kurz unser Leben wieder, aber. Ich verstehe dieses Gewackel nicht, ey. Müsste auch schon andere Leute auch aufgefallen sein, ne? Oder? Hm, komisch. Wie sterbe ich jetzt nicht wieder? Oh, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie dumm kann man denn sein? Schon so ein bisschen nervig. Hä? Dieses Mal sterbe ich jetzt dran. Das nervt ein bisschen. Das Ding steht natürlich da drüben. Das heißt, ich muss es rüber. Ich muss noch kurz rüber und das holen. Also. Hier bin ich gehüpft. Ja auch. Und hier drüben. Und wieder zurück. Gut. Und rüber. So. Und runter. Zack. Zack. Nee, runter. Zack, zack. Gehe ich jetzt auch noch runter? Noch kurz auf die Karte gucken. Gut, wir gehen jetzt hier drüben weiter. Denn wir wollen ja dieses Tor finden, wo wir reingehen können, ne? Okay, das war nicht so gut. So. Ups. Oh. Hä? Mann. Also, reicht's aber da oben. So. Mal gucken, was passiert denn jetzt? Eieieiei. Ziemlich lässig. Guck mal hier reingucken. Oder mehr Kulpa-Altar, da müssen wir sowieso hin. Das heißt, wir können es eh alles mal abkontrollieren hier kurz. Das macht jetzt keinen Sinn, hier längs zu gehen. Wir können auch den anderen Weg gehen. Denn wir wollen ja eigentlich nur zu diesem Tür, wir wollen auch zu diesem Altar hin, damit wir das einmal reinpacken können. Gucken wir mal, ob wir das schaffen, da hinzukommen. Achso, hier war der blöde Gegner, den ich meinte. Den machen wir jetzt aber nicht platt. Da gehen wir auf jeden Fall noch längs, verspreche ich euch. Aber wir müssen jetzt erstmal diese Tür hinkommen. Halt. Achso, da kommen wir nicht ran.
Einfacher so. Oh. Wo war denn das? Ich, war das so weit vorne? So weit hinten? Scheint. Das wäre viel dichter dran. Oder ist der Typ... Der ist ja viel weiter weg irgendwie. Wir finden das schon, wir finden das schon. Versuch mich zu beeilen. Na guck mal, sind wir schon in diesem Dörfchen. Hier war das auf jeden Fall nicht. Wo muss die so eine Art Brücke da oben, die können wir aber auch nicht nutzen. Müssen wir kurz gucken. Also wir sind da. Können wir kurz runter. So, jetzt werden wir einmal kurz hier unseren... So, also mea culpa, was haben wir denn da? Der Höhepunkt der Technik des Wirkens von gesegnetem Blut nach einer Auslöschung. Einen Punkt haben wir. Nutzt die Fallenergie aus Grusenhöhe für einen kraftvollen Sturzangriff. So, wir wollen ja das andere gucken, warte mal. Kniet auf geweihtem Boden, um Mea Culpas Herz zu erneuern. Kann man das nicht hier machen? Nein, nicht. Geht gar nicht. Schade, schade. Der Büßer nutzt den Ausweichschwung, um die am weitesten entfernten Gegner mit Mea Culpa anzugreifen. Der Büßer führt eine vierte Combo als Vollstreckungsangriff aus. Okay, hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass ich es da kann, aber da muss ich ein geheiligter Boden. Welchen Boden gibt es denn da noch, wo man es noch machen kann? Das weiß ich jetzt gar nicht. Mal kurz rausfinden. Ich muss ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Hier hin. Ah, guck mal. Jetzt geht's. Okay, hier. Gut. Schwertkern gesegnete Schutzgebiete ausrüsten. Na cool. So geht's also. Aber wir müssen trotzdem diese Tür noch finden. Die muss doch hier irgendwo sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier in der Nähe war. Oder ich die irgendwo gesehen. Irgendwo habe ich es gelesen. Ich hab das, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Ich weiß es nicht. Irgendwie im Kopf gehabt, dass es irgendwo hier war. Oh. So. Okay, das war jetzt durch Zufall. War gar nicht so verkehrt.
Also muss er wirklich, man findet hier Sachen da. Schlüsselball von Daluisen dem Knaben. Man suchte tagelang nach ihm, bevor man Marks Überreste in den Wäldern fand. Seither kursierten Gerüchte über Dämonen aus fernen Ländern, die auf geflügelten Ziegenböcken reiten. Kann ich da nicht hochkommen? Ah, ich komme echt nicht hoch. Und da nicht hochspringen? Kann ich mal. Kann mich mit dem Schwert auch nicht reinhauen. Schade. Da ist eine fette Truhe, ne? Habt ihr die gesehen? Okay, da kommen wir jetzt nicht hin. Leider. Aber gut zu wissen, dass es da was gibt. Warum rennt er jetzt nochmal zum Anfang des Spiels, fragt man sich, ne? Mist. Ich dachte, ich. Wo habe ich denn diese blöde Tür gesehen? Leute. Oh. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Tür gesehen habe, aber. Ich glaube nicht, dass sie hier noch kommt, leider. Bruderschaft der stummen Trauer. Irgendwie. Da! Verwendet! Och, mein Gott, ganz am Anfang war das. Bescheuert, wie bescheuert. Naja, wir haben es gefunden. Okay, ist hier ein Spielautomat? Auf ewigem Sand konserviertes Blut. Rüstet Reliquien aus, um eure Wahrnehmung der Welt zu ändern. Jede Reliquie besitzt besondere einzigartige Fähigkeiten. Ihr könnt bis zu 3 Reliquien gleichzeitig ausrüsten. Oh, warte mal. Konserviertes Blut mit wundersamen Eigenschaften. Für den Träger werden neue Vorsprünge sichtbar, die den Augen zuvor verborgen geblieben sind. Das Mirakel ist wahrhaft unergründlich und niemand kennt den Ursprung des Blutes. Und die Füße des Trägers strudelt. Zack. Okay, ich sehe jetzt, hier sehen wir noch nichts, aber das scheint ja was Cooles zu sein. Gut, mehr brauchen wir nicht. Dann gehen wir wieder nach vorne. Diese eine Schnellreisefunktion gibt es ja nicht, ne? Oder gibst du was? Ich glaube nicht. Nein. Gut. Ja, aber wir haben den Schlüssel gefunden und beziehungsweise die Tür zum Schlüssel gefunden. Perfekt. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.